Hallo. Wir freuen uns, unseren Beitrag einfach nachhaltig mit Ihnen teilen zu dürfen und beleuchten das Thema Constructive Disobedience mal aus dem Blick der Energiekonzeptrichtung. Denn in den letzten Jahrzehnten waren immer häufiger die Technisierung der Architektur festzustellen und die hielt auch stärker Einzug in die Planung. Und dies führte häufig zu Problemen im Betrieb und insbesondere einer Erhöhung der Realverbräuche sowie Wartungs- und Nutzerunzufriedenheiten. Diese Unzufriedenheiten waren hauptsächlich damit begründet, dass eine Überforderung der Nutzer stattfand und sie getrennt wurden von der Umwelt und auch von der Gebäudestruktur, sodass sie einfach sich damit nicht zielführend auseinandersetzen konnten und dadurch ein höherer Realverbrauch entstand, mit dem man sich auseinandersetzen muss und den man auch vergleichen sollte. Dazu sind Monitoring-Maßnahmen beispielsweise sehr, sehr gut geeignet, wie sie hier bei dem Plus-Energie-Wohnhaus in Berlin-Charlottenburg durchgeführt wurden. Und es ist deutlich zu erkennen, dass der Bedarf und der Wärmeverbrauch beispielsweise hier eine deutliche Diskrepanz erfahren. Dasselbe gilt für die Hilfsenergie, wobei hier bei der Hilfsenergie auch deutlich wird die starke Technisierung des Entwurfes, da diese sich in der Waage hält mit dem Wärmeverbrauch, mit dem prognostizierten, was eher unüblich ist. Und das zeigt, dass hier in dem Gebäude durch die Technisierung viel Energie verschoben wird durch beispielsweise Pumpenleistungen. Zusätzlich kam bei dem Bauvorhaben noch dazu, dass in der Planung der Stromertrag falsch bemessen wurde, da ein Baum vergessen wurde, sodass hier auch deutlich wird, dass die Planung robust sein soll und insbesondere auf passive Maßnahmen eingehen muss. Das zeigte sich beispielsweise in einem großen Problem, dass die Verschaltung des EG und OG hier dazu führte, dass das OG von dem EG mitgeheizt wurde und dadurch im EG von dem Nutzer nachgesteuert wurde und über die Flächenheizung eine höhere Vorlaufleistung erfragt wurde, die dann die Energieeffizienz natürlich reduzierte und zu höheren Realverbräuchen führte. Das wurde ganz einfach dadurch abgeändert, indem einfach eine Tür zwischen den beiden Bereichen eingefügt wurde. Und wie hier zu erkennen ist, im unteren Bereich sind dadurch starke Reduzierungen der Wärmeverbräuche erzielt worden, die zwar immer noch leicht über den Prognosen liegen, jedoch was sehr auffällig ist, ist, dass die Hilfsenergie trotzdem relativ gleich 40% über dem prognostizierten Niveau liegt und dadurch immer noch einen sehr, sehr großen Anteil des Bedarfs ausmacht. Hier ist wirklich die robuste Planung sehr, sehr wichtig und zusätzlich kommt noch hinzu, dass die momentane Überhöhung auch auf den Rebound-Effekt zurückzuführen ist, sodass die Nutzer sozusagen einen zu hohen Komfortanspruch zugrunde legen und dadurch den Mehrverbrauch auch erzeugen. Die Komplexität der Systeme lässt sich auch sehr, sehr gut in der Verschiebung der Baukosten und der Planungskosten von den 300er zu den 400er Kosten festmachen, was dann auch wieder Wartungs- und Instandhaltungskosten nach sich zieht. Hier haben wir mal ein Beispiel mitgebracht vom Import von Klimageräten, die deutlich gestiegen sind in den letzten Jahren, was dann auch auf die stärkere Technisierung hindeutet, aber auch die ortsunabhängige architektonische Konzeptentwicklung und Energiekonzeptentwicklung, die sozusagen Entwürfe erlaubt, die eigentlich ortsunabhängig, egal ob wir jetzt hier links zu sehen, in Dubai stehen können oder in Frankfurt, durch eine technische Adaption wird das immer wieder zum Funktionieren gebracht. Dabei könnte man beispielsweise, wie auf der rechten Seite in dem Wohnhochhaus in Berlin zu erkennen ist, nutzerbezogen und auch klimaangepasst planen und sollte man auch und dann den Nutzern beispielsweise die Möglichkeit geben, durch selbstständige Lüftungssteuerung, beispielsweise durch Fensterlüftung, hier ihren Komfort selbst zu wählen. Genau.
Die Betrachtungsweise sollte auch natürlich ausgerichtet werden auf die Lebensdauer des Gebäudes, sodass es immer wichtig ist, die Klimaentwicklung mit einzubeziehen, da man sonst auch hier Gefahr läuft, Nachrüstungen im Kontext des Klimawandels durchführen zu müssen, die dann sowohl architektonisch wenig wünschenswert sind, wie das rechte Bild, glaube ich, sehr gut verdeutlicht, als auch energetisch viele Verbrauchssteigerungen nach sich zieht, die wir hoffentlich alle vermeiden wollen. Deswegen kommt man dann zu der Frage, kann man den technischen Aufwand denn reduzieren und gleichzeitig die Nutzerzufriedenheit steigern, CO2-Emissionen reduzieren und Kosten reduzieren natürlich und das alles in einem normativen Rahmen. Und dafür übergebe ich an meine Kollegin Frau Tesloisen. Ja, hallo, ein kleiner fliegender Wechsel. Das ist die Frage, mit der wir uns als Energieplaner eigentlich in jedem Projekt zum Start direkt beschäftigen müssen. Das beginnt ja schon mit der Frage an den Bauherrn, was sind denn die Projektziele? Und da hört man nicht selten dann die Antwort, ja, Passivhaus oder EG 40. Das können natürlich keine Ziele sein, die mein Projekt verfolgt. Das sind eher die Wege, die man einschlägt. Die Ziele, das sind schlussendlich die CO2-Minderung, Lebenszykluskosten, Optimierung und so weiter. Und diese Frage, die stellen wir tatsächlich durch die gesamten Planungsphasen hindurch. Wir haben die Erfahrung gemacht, man hat ja jetzt gerade an dem Berliner Effizienz-Plus-Haus gesehen, dass passive Strategien auch im hochtechnisierten Bereich sehr wichtig sind. Das heißt, eine fehlende thermische Zonierung führt zu Mehrverbräuchen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Blick in den Rückspiegel lohnt, um zu schauen, wie haben wir denn früher gebaut, was für Strategien können wir, klimabezogene Strategien analysieren, verstehen und dann übertragen in unsere Entwürfe, damit unsere Architekturen überhaupt erstmal wenig Energie benötigen. Denn das ist erstmal eine architektonische Frage. Und ich habe in meiner Zeit, als ich an der TU Kaiserslautern Entwurfsprojekte herausgegeben habe, die Studierenden gebeten, zunächst mal alte Haustypen sich anzuschauen, das heißt sogenannte autochthone Haustypen, die sich über Generationen hinweg im Kontext des Klimas optimiert haben, energetisch optimiert, aber eben auch hinsichtlich des thermischen Komforts optimiert haben. Und sie sollten dann diese Haustypen analysieren, Strategien herausfiltern, die klimarelevant sind, die energetisch relevant sind und diese Strategien in zeitgemäße Architektur implementieren. Und ich zeige Ihnen jetzt hier als Beispiel einmal ein Gebäude aus Saati. Da kann man eigentlich relativ gut sehen, wie man eine architektonische Klimaanlage bauen kann. Wir haben uns zunächst gefragt, warum dieses Haus so viele südorientierte, doch stark beschienene solare Außenräume hat. Das ist hier grün auf der rechten Seite markiert. Und dann haben wir festgestellt, dass es immer Einraumsysteme gibt, die einen kalten Hof und einen heißen Hof haben. Und das hat zur Folge, dass wir im Süden einen thermischen Auftrieb bekommen. Und dadurch, dass wir einen Raum haben, der zwei Richtungen hat, eine heiße, eine kühle und gleichzeitig auch, wenn Sie über der Tür mal genau hinschauen, ein Fenster, eine Öffnung, die man öffnen kann, stellt sich hier eine Thermik ein, dass kontinuierlich die kühle Luft aus dem Norden, aus dem verschatteten Hof durch das Gebäude gezogen wird. Es ist ein super einfaches Prinzip und eine absolut stringente Logik, die man dort sieht. Und wenn man nochmal weiter hinschaut, dann sieht man auch, dass es ein sehr gutes AV-Verhältnis hat. Es ist kein Walmdach, kein Krüppeldach und so weiter, kein Flachdach, sondern eben dieses Tonnengewölbe, was zur Folge hat, dass man wenig Oberfläche hat, auf der Solarstrahlung in Wärme umgewandelt wird. Und das hat wieder zur Folge, dass die thermischen Lasten reduziert werden. Das heißt, auch die Geometrie dieses Gebäudes in der Schnittfigur macht irgendwie Sinn. Und dann kommt noch dazu, dass es eben kein Ziegelgebäude ist in Rot, sondern ein weiß getünchtes Haus. Bedeutet, dass ungefähr 20-25% der Solarenergie in Wärme umgewandelt wird und nicht im Vergleich dazu beim Ziegel 75%. Das heißt, wir haben im Städtebau eine logische Schlussfolgerung, eine logische Raumstruktur, eine logische Konstruktion. Bis hin zur Materialität macht das alles, hat das alles einen roten Faden und dient schlussendlich der Überhitzungsreduktion. Das letzte Beispiel, was ich Ihnen aus dem Rückspiegel heraus kurz zeigen möchte, aber das ist wahrscheinlich bekannt, das klassische iranische Haus, ein Haustyp, der von kalten Nächten profitiert, das heißt in Wüstennähe heiße Tage und kalte Nächte. Und was man hier sieht, das sind die Windfänger, die Badgiere, die dafür da sind, Wind einzufangen und eben eine Drucksogwirkung zu unterstützen.
Es gibt immer diese Windfänger in Kombination mit den Wasserbecken, das ist adiabate Kühlung, das heißt, man kann über diese Wasserbecken nochmal die Lufttemperaturen senken. Die Vegetation im Hof sorgt dafür, dass Verschattung da ist, dass dort auch wieder die Luft abgekühlt wird, also eben auch der Gebäudeentwurf in Kombination mit dem Außenraum gedacht wird. Und dann haben wir natürlich auch die Speichermasse, hier in dem Falle auch wieder ein Lehmbau, die dafür sorgt, dass man gut die Temperaturpöks tagsüber puffern kann und nachts die Energie wieder an die kalte Außenluft abgibt. Was bedeutet das denn für Energiebilanzen? Das bedeutet schlussendlich, dass wir zumindest im Büro daran arbeiten, zu verstehen, wie haben die Gebäude früher funktioniert, wie haben sie sich optimiert, was für Strategien bedienen sie sich, um dann zu schauen, wie können wir diese Strategien wieder in zeitgemäße Architekturkonzepte übertragen, um energetische Fragestellungen zu beantworten. Und Sie sehen hier ein Beispiel, das ist ein Kindergarten in Gütersloh, der ist letztes Jahr in Betrieb gegangen, hat jetzt auch den ersten Härtetest, den Sommer, hinter sich. Das ist ein Projekt, was aus einem Wettbewerb hervorgegangen ist, den Niederwürmeyer und Wiese aus Darmstadt dann realisieren durften. Und wir haben hier gemeinsam mit dem Planerteam ein Lüftungskonzept entwickelt, wo wir zwei Badgiere schlussendlich gebaut haben, das heißt zwei zentrale Punkte, das sind diese grünen Flächen, die Sie hier sehen. Mit der Maus komme ich irgendwie nicht dahin, wo ich hin will, deswegen es gibt grüne zentrale Flächen, das sind diese Türme, die über Dach geführt werden. Und in Kombination dazu haben wir in der Gebäudehülle wettergeschützte, einbruchssichere Nachtluftspülklappen angeordnet, die ganz einfach manuell bedient werden. Der Badgier wird elektrisch geführt, sodass wir eine gute Nachtluftspülung ansetzen können und eine gute Luftdurchströmung in Querlüftung im gesamten Kindergarten ansetzen konnten. Hier sehen Sie den Querschnitt einmal durchs Gebäude, das ist ein idealisierter Querschnitt, der ist ein bisschen versprungen, aber schlussendlich gibt es immer diesen Verbund zwischen Fassade und Turm, sodass wir schlussendlich mit der reinen Fensterlüftung und ohne Strom auch eine Nachtauskühlung klarkommen in dem Kindergartengebäude. Wissen ist ziemlich notwendig, um solche Systeme zu entwickeln. Damit muss man sich auch mit sehr trockenen Sachen teilweise beschäftigen. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel. Das ist immer nur aus dem Fokus Lüftungskonzeptentwicklung einfach mal rausgesogen, was für eine Methode wir haben. Man muss tatsächlich auch in den Gesprächen argumentieren können und man kann nur argumentieren, wenn man auch die Grundlagen sich angeschaut hat. Sie sehen hier eine Studie, die eine Grundlage war für eine Normung, die wir auf internationaler Ebene momentan auch als Grundlage zur Verfügung haben und die uns befähigt, natürliche Lüftungskonzepte umzusetzen. Ich erkläre gerade, was Sie sehen. Auf der Y-Achse sehen Sie die so vereinfacht gesagt, die Wohlfühltemperatur, immer wenn der Proband gesagt hat, ich fühle mich wohl, wurde ein Punkt gemacht. Und auf der X-Achse sehen Sie die Außenlufttemperatur. Das bedeutet, links ist Winter, rechts ist Sommer. Und jetzt schauen Sie sich bitte die grüne Linie an. Das sind Befragungen in einem Gebäude, das maschinell gekühlt und gelüftet ist. Und Sie sehen, dass die Wohlfühltemperatur leicht adaptiv mit der Außentemperatur steigt. Aber es gibt eine Schmerzgrenze und da kommen wieder diese ominösen 26 Grad, die einem immer wieder begegnen, ins Spiel. Das heißt, so ab 26 Grad, wenn man sich im maschinell belüfteten und gekühlten Gebäude findet, hat man den Eindruck, oh, ich muss den Hausmeister rufen, die Technik funktioniert nicht. Ganz anders bei der roten Kurve. Das ist ein natürlich klimatisiertes Gebäude und Sie sehen, da geht es tatsächlich teilweise 1:1 hoch. Womit hat das zu tun? Wenn ich ein Fenster öffne, weiß ich, wenn draußen heiß ist, wird es kurz drinnen heiß. Das ist ganz klar. Warum soll ich davon ausgehen, dass es drinnen wesentlich kühler ist als draußen, wenn ich das Fenster aufmache? Und das ist genau die Psychologie, die hier hintersteckt. Und daraus folgt, dass wir eigentlich zwei Systeme haben. Und das eine System haben wir über Jahrzehnte vergessen, weil wir Architekten den TGA-Planern, jetzt Vorsicht, ich möchte keinem TGA-Planer, der da ist, irgendwie auf die Füße treten, aber wir haben eigentlich eine relativ lange Zeit der TGA-Planung die Interpretation der Gebäudetechnik überlassen und haben vergessen, dass es diese zweite Schiene gibt, die Sie hier auf der rechten Seite sehen, die auch normativ begründbar ist und die auch sehr gut planbar ist. Das heißt, wir können diese 26-Grad-Grenze fahren, dann haben wir einen technischen Aufwand. Wir können aber auch über die architektonische Planung mit etwas mehr Planungsaufwand im Bereich Architektur, Konstruktion und Materialität die Luft, die freie Lüftung planen und dann dafür sorgen, dass die Architektur es leistet, auch ohne Technik auszukommen. Und nochmal, das ist nur ein Beispiel aus der Lüftung, das gibt es in ganz vielen anderen Beispielen natürlich auch mit anderen Normungen. Damit Sie einmal sehen, was das bedeutet, das ist einfach ein Projekt, was ich für den Bürobau in Jülich mal gemacht habe. Sie sehen, oben habe ich den Planstand simuliert in grün, das sind die Komforttemperaturen, die ausgegeben werden, die Ist-Temperaturen gemäß Planstand.
Und diese rote Linie, Sie sehen, das ist keine 26-Grad-Linie, sondern die rote Linie ist abhängig von der Außenlufttemperatur, weil das Komfortmodell, nach dem wir dort arbeiten, sagt, dass man, wenn man grundsätzlich x Kelvin unter der Außentemperatur bleibt, dann fühlt sich der Nutzer wohl. Das ist die Komfortbedingung. Und Sie sehen, dass wir dann vom Planstand aus Optimierungen vorgeschlagen haben, jetzt in dem Fall erhöhte Speichermasse durch konstruktive Änderungen, durch Materialänderungen, passive Nachtluftspülung und den Sonnenschutz durchgehend außen angelegt, der war in einer Fluchttür in der Zwischenscheibe angelegt. Da kommt man durch diese architektonischen Prinzipien schon in den Komfortbereich und damit konnten wir nachweisen, dass wir in dem Bürogebäude eben keine Kühlung und keine Lüftung benötigen. Und dann komme ich eigentlich zu dem Herzstück. Wir versuchen immer integral und interdisziplinär zu planen. Versuchen bedeutet, dass wir das immer anstreben. Das klappt nicht immer, das ist immer teamabhängig. Aber grundsätzlich ist ja unsere Aufgabe als Energieplaner, die Architektur und die Technik zusammenzubringen und zu überlegen, wie wir das Ganze zum Funktionieren bekommen. Und Sie sehen, der Gebäudeentwurf, der setzt sich aus Architektur und Technik zusammen. Und den können wir sehr gut simulieren und abbilden, sodass wir einen Eindruck bekommen, wie verhält sich denn dieses Konstrukt dann hinterher unter Realbedingungen. Und wir haben eine Methode entwickelt, einfache Gebäudemodelle zu entwickeln, die unsere Fragen beantworten in einer ausreichenden Genauigkeit. Das ist eben das, was wir unter Gebäudemodell abstrahieren, verstehen, und es muss eben die Fragestellung repräsentieren. Und dann geht eben der Shortcut weiter, wir analysieren unsere Ergebnisse und das Wissen geht wieder in den Planungsprozess rein. Und diese Schleife, die Sie hier sehen, die haben wir in anspruchsvollen Projekten bestimmt 20, 25 Mal, bis wir zu einem optimalen Ergebnis kommen. Einem optimalen Ergebnis im Zusammenwirken Architektur, Konstruktion, Material und Gebäudetechnik. Und das ist natürlich nicht alles, ich wollte das jetzt nicht zu sehr verwursteln, das ist natürlich ein interdisziplinärer Planungsprozess, der mit allen Fachplanern zusammen entwickelt wird. Das bedeutet, wenn Sie sich vorstellen, Lüftungskonzept hat ganz viel mit Brandschutzkonzept zu tun, wir müssen natürlich in den Planerrunden sehr intensiv arbeiten, damit wir die Systeme auch zum Funktionieren bekommen. Ich zeige Ihnen ein Projektbeispiel kurz als Abschluss, ein Projekt von Partner und Partner. Wir haben gemeinsam mit Partner und Partner den Wettbewerb gewinnen können und sind beauftragt, das Projekt zu realisieren, ein Gründerzentrum in Bremerhaven. Wir sind als, glaube ich, einziges Planerteam damit gestartet, dass wir ein absolut radikales Low-Tech-Konzept realisieren wollen und das eben mit dem Schwerpunkt zirkuläres Bauen. Hier sehen Sie mal einmal die Visualisierung. Das Gebäude ist so aufgebaut, dass es eine Holzstruktur bekommt, die ein sehr einfaches Achsraster hat, die eine lange Lebensdauer bekommen soll. Das heißt, wir haben hier einen Kubus von 40 mal 40 Meter, in etwa 8 Meter Achsraster. Und der Innenausbau ist je nach Lebensdauer entsprechend so gefügt, dass man zeitverzögert eben diese Elemente entnehmen und wieder einbringen kann. Das Gebäude, das soll elementierbar sein, sortenrein rücktrennbar, aber nutzt eben auch gebrauchte Teile. Das heißt, Innenwände werden aus alten Fenstern realisiert, alte Ziegelsteine für den Bodenbelag benutzt. Die Raumstruktur ist so aufgebaut und das ist eben, da kommt wieder das Energiekonzept mit in das Thema rein, dass es ein Atrium gibt, das durchstößt und dieses Atrium hat in jedem Geschoss immer einen Andockpunkt auf einer anderen Himmelsrichtung. Das sieht man jetzt hier nochmal im Schnitt und darauf basiert tatsächlich dann auch das Energiekonzept, was wir vorgeschlagen haben. Wir haben vorgeschlagen, das gesamte Gebäude ausschließlich auf 18 Grad zu temperieren, eben in dem Wissen heraus, dass wir eben ein Gründerzentrum vor uns haben, wo man nicht weiß, welche Mieteinheiten wie überhaupt vermietet werden. Und wir werden einen Temperaturhub über eine schnell reagierende Zusatzheizung dann immer nur im Nutzungsfall anbieten. Das heißt, immer nur, wenn die Fläche auch genutzt wird, wird auf die 21 Grad geheizt. Ansonsten bleibt alles ganz einfach reguliert auf 18 Grad grundtemperiert. Das Lüftungskonzept ist recht simpel, es gibt einfach Fenster und es gibt ein Atrium, mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Das ist natürlich in der Planung viel komplexer als das, was ich Ihnen jetzt sage, aber schlussendlich planen wir sehr präzise eine ganz einfache Funktionalität. Eine kleine Visualisierung als Endergebnis aus diesem integralen Prozess. Hier sehen Sie mal einmal so einen Raum. Die Lüftungsklappen in opak, dann die Öffnungsflügel für die Fensterstoßlüftung, relativ großformatig. Dann gibt es eine relativ flexible Versorgung mit den Elektroleitungen, da sieht man den Kabelkanal oben an der Decke.
Wir haben die Speichermasse, die das Holz noch hat. Also Holz kann einfach nicht viel Energie aufnehmen und hat auch eine geringe Wärmeeindringtiefe, sodass wir eben da sowieso Probleme hatten mit der Speicherfähigkeit. Aber deswegen haben wir eben auch die Holzdecke freigelassen, um das bisschen Speichermasse noch da zu haben. Und die Heizpaneele, die Infrarotheizung, das sehen Sie da als weißes Quadrat oben in die Balkenlage integriert. Und als letzte Folie habe ich Ihnen noch eine Methode mitgebracht, wie wir es eigentlich bisher immer ganz gut geschafft haben, den Bauherrn zu informieren und den Bauherrn in die Lage zu versetzen, selber zu entscheiden, was er möchte. Wir haben nämlich ein Prinzip entwickelt, dass wir nicht mehr eindimensionale Entscheidungen möchten, sondern dass wir über eine Entscheidungsmatrix alle Fachgruppen in eine Informationsgrafik bekommen, sodass wir eben eine zusammenhängende Empfehlung aussprechen können. Und das ist jetzt konkret eben die Frage, rechts haben wir mal einmal die mechanische Lüftung mit Vollkonditionierung durchgespielt, in der Mitte eine Hybridlüftung, das ist so eine Mischung aus Fensterlüftung und mechanische Lüftung, und in der ersten Spalte sehen Sie die reine Fensterlüftung, und zunächst war die Idee zu sagen, wir wollen die mechanische Lüftung, weil wir ja Wärmeenergie sparen wollen, deswegen sehen Sie in der rechten Spalte den einen grünen Pepper da an der Stelle. Und dann haben wir gemeinsam mit den Architekten im TGA-Plan den Bauherrn erstmal Bewertungskriterien festgelegt, die die drei Säulen der Nachhaltigkeit abbilden, ökologische, ökonomische und funktionale Qualität, und haben dann gemeinsam mit der TGA-Planung faktenbasiert, also zahlenbasiert anhand der Kostenschätzung, anhand der Energiebilanzierung, diese drei Konzepte vergleichend bewertet. Und dann haben wir relativ schnell gesehen, dass eigentlich der eine grüne Pepper bei der mechanischen Lüftung nur beim Wärmebedarf ist und alles andere eher nachteilig wäre. Und das hat dann dazu geführt, dass in dem Falle in Bremerhaven auch der Bauherr sich entscheiden konnte, bewusst entscheiden konnte, die reine Fensterlüftung umzusetzen. Das Fazit, also mein Fazit, was ich mitgebracht habe, ist, dass der Blick in den Spiegel nach hinten ganz sicher lohnt. Wir sehen nicht nur energetische Strategien in den alten Gebäuden, sondern wir sehen natürlich auch die Strategien, die wir jetzt im zirkulären Bauen wieder diskutieren. Wir sehen eben Strategien, die wieder mehr mit der Umgebung zu tun haben. Und das sind alles Dinge, die wir nicht kopieren müssen, sondern eher das Gute raussuchen und in unsere Architektur wieder übernehmen, damit die Energiebedarfe erstmal über Architektur wieder sinken können. Und erst wenn die Architektur es leistet, ohne Technik auszukommen, dann können wir auch mit wenig Technik planen. Wenn wir Architektur entwickeln, die nur mit Technik funktioniert, müssen wir uns natürlich auch nicht wundern, dass wir hohe Verbräuche haben. Das ist ganz logisch. Und der letzte Satz noch, die Frage oder die Bitte. Ich habe nicht oft die Chance, so einem Auditorium was mitzugeben, aber ich quäle mich im Moment durch eine Normungsgruppe hindurch und ich weiß, wie anstrengend es ist, und ich würde alle bitten, wenn Sie tatsächlich die Kraft haben, engagieren Sie sich in der Normung und schauen Sie, dass gerade die Grundlagen, die uns ja scheinbar hemmen, wieder in die richtige Richtung kommen. Das ist, glaube ich, die größte Stellschraube, die wir haben, und das kann niemand anders machen als wir. Vielen Dank.